Also die Geschichte war so, jedes Mal, wenn beim Schiefer die aufgegangen ist und der Ankerkarl ist reingekommen, dann hat sofort nur ein Thema gegeben und das war der Wolf. Und dann bin ich auf das gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen da irgendwas unternehmen, dass das auch einer breiten Öffentlichkeit zugeführt wird. Und dann sind wir im Zuge des Gesprächs auf das gekommen, dass wir ihm ein Wunschkennzeichen machen. Auf das auf bin ich zu einem Neulinger Freilobby gefahren, habe ihm gesagt, ob er mir da ein paar so Blechherzwicke kannte, was genau das Nummer davon entspricht. Und der Freil war Feuer und Flamme gleich und hat gesagt, jawohl, das kannst du haben. Und dann macht er mir zwei so Blech und auf einmal tut er mir ein Drittes dazu und denkt mir, so wie Freil, für was brauche ich denn das dritte Blech? Er sagt, wenn das jetzt der Wolfbeauftragte für Bad Kreuzen ist, dann, hey, dann braucht er ein Drittes. Sag ich, wieso? Er sagt, der muss in ganz Österreich, muss er den Wolf zusammenführen und auch und suche, sagt er, und da braucht er auch einen Hänger dann so ein Wunschkennzeichen drauf. Ja, sag ich, passt. Habe ich gesagt, und auf das auf bin ich dann gleich zum Hinterstein umgefahren. Habe ich ihm das gesagt, dass ich da so ein Kennzeichen brauche. Der war natürlich auch gleich Feuer und Flamme, sagt er, das taugt mir, hat er gesagt. Dass er mir mal eine auswischt, hat er gesagt. So, das nächste war natürlich, wie ich jetzt das Kennzeichen gekriegt habe, dass ich das Ganze arrangieren und zeitlich timen kann, die ganze Geschichte. Habe ich ihn natürlich in Schiefer Josef jetzt, weißt du, habe ihn ein wenig engagieren müssen, dass er ein Karl genau zu der richtigen Zeit bei ihm im Gasthof sitzen hat und dass er ihm eine Geschichte reindrückt. Wir haben eine Zeit circa gehabt von 20 Minuten, 25 Minuten, dass wir ihm die neuen Kennzeichen traust, auf sein Lexus montieren können, ohne dass er was überreißt. So, die Geschichte ist dann gerannt auf die Nacht um 6 Uhr. Das hat super gepasst, wir haben ihm dann die Kennzeichen montiert. Ja, und gleichzeitig hat natürlich die Exekutive dann in Krein einen Anruf gekriegt, dass in Kreuzen ein Auto steht mit einem gestohlenen Kennzeichen. Ja, dann ist der Exekutivbeamte reingekommen beim Schiefer. Den Karl mit rausgenommen. Und ist zum Auto gegangen und hat das Ganze überprüft über den Zulassungsschein. Und da habe ich den Karl noch nie so schmähstark gesehen. Das war ein Wahnsinn. Der war total nervös, wie er da die Überprüfung gehabt hat. Erst wie er dann zurückgegangen ist und dann, wie der Exekutivbeamte zu ihm gesagt hat, hey, jetzt schauen Sie mal her, Sie haben da ein komplett anderes Kennzeichen drauf. Und dann ist er erst auf das gekommen, was da eigentlich ist. Und du musst da herhalten. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich anrufen muss. Und das war ein Moment, ein Befreiungsmoment für ihn. Das ist natürlich jeden aufgefallen, weil so ein Fröschen ohne Wappen. Ja, nein, warte. Das ist ein super, wenn man es kennt. Und dann muss ich mich bedanken bei der Exekutive in Krein, dass sie das ermöglicht haben. Das war eine ganz Spitzensache. Und eins muss ich auch jetzt nur sagen, bei der Nachbesprechung, was wir dann am Stammtisch gehabt haben, da haben wir den Spitznamen, was ich bis jetzt gehabt habe, der Ankerkarl, den haben wir begraben
Und wir haben ihm einen neuen Spitznamen gegeben und der heißt ab jetzt, der mit dem Wolf tanzt.